Jede Jahreszeit ist wichtig. Auch die, die uns scheinbar unwichtig und ohne Ergebnisse vorkommen. Auch der Winter, in dem alles brach liegt, ist letztendlich wichtig, damit wieder neue Frucht entstehen kann. So weiß ein Winzer, dass er im Frühling keine reifen Trauben in seinem Weinberg finden wird. Und er beklagt sich auch nicht im Winter, wenn der Weinberg absolut karg dasteht. Er weiß, jede Jahreszeit ist zentral, damit am Ende gute Frucht entsteht. In dieser Serie wollen wir entdecken, dass Gott auch mit unserem Leben durch verschiedene Abschnitte geht und dass auch die, die uns karg vorkommen, wichtig sind, damit neues Leben und Frucht entstehen kann. Zu seiner Zeit. Yes. Genau, zu seiner Zeit. Ich fand so stark, David, was du gesagt hast, diesen Vers aus Psalm 127, ist unser Trauvers. Und da steht, wo der Herr eben, wie du gesagt hast, wo der Herr die Stadt nicht baut. Und das passt, ist so eine wunderbare Einführung, weil bei der Stadt ist so, wenn der Herr die Stadt nicht baut, wird es halt nichts. Und genauso, wenn Gott das Wachstum nicht gibt, wird es halt auch nichts. Und es war eine gute Überleitung, von dem her vielen Dank, in diese neue Predigtserie. Wollen wir nochmal ganz kurz die Augen schließen und beten, dass Gott das reinsetzen kann, was er heute will. Okay? Ja. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Danke, dass du der Gott bist, der Frucht gibt, der Wachstum schenkt. Und dass du jetzt hier anwesend bist, um zu uns zu reden. Zu unseren Herzen, egal in welcher Season wir gerade sind. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Ob hier im Raum, nachher am Livestream, im Podcast oder wo auch immer. Und egal in welcher Phase du dich gerade befindest, ist Gott bei dir, ist Gott mit dir, für dich und wird dich auch in die nächste Phase wieder führen. Im Namen Jesus. Amen. Genau, die Serie, die wir jetzt starten, zu seiner Zeit, wo es um Wachstumsphasen geht, ihr habt vorgesehen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, bauen wir auf dem Kapitel von Johannes 15, 1, die folgenden Verse, wo es um den Weinstock geht, auf. Und zusammen noch mit einem Buch hier von Wayne Jacobson zu seiner Zeit im gleichnamigen Buch, wo genau die Themen, die wir besprochen, noch ganz, ganz viel mehr mit beschrieben sind. Warum machen wir das? Beziehungsweise was ist der Schwerpunkt, was ist der Herzschlag von dieser Serie? Wir möchten mitteilen, lernen, erfahren, dass es eben verschiedene Wachstumsphasen gibt, die im Rhythmus Gottes passieren. Vielleicht bist du schon mal im Winter, über Weihnachten oder so, wenn es hier kalt ist, irgendwo hingeflogen, wo es warm ist. Hat das jemand schon mal gemacht? Herrlich, oder? Was für eine geniale Möglichkeit, dem kalten, tristen Wetter, dem Schnee zu entfliehen oder im Sommer vielleicht irgendwo hinzufliegen, wo es Schnee hat. Und wir können so ein bisschen aussuchen, wo wir gerne sein würden, wenn uns das Wetter hier nicht passt. In unserem Leben ist das manchmal nicht so easy. Da können wir nicht einfach abhauen und sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust auf die Phase, sondern müssen die durchgehen. Und es entscheidend, dass wir verstehen, dass es so Phasen gibt. Wie sehen die Phasen aus? Wie sind die im Rhythmus Gottes? Was können wir nicht nur daraus lernen, sondern im Einklang mit dieser Season, in der wir uns gerade befinden, zu leben? Damit du nicht frustriert bist und dass du nicht einfach nur sie aushältst und dich auf die nächste Season freust. Wenn du die ganze Zeit während der Winterzeit denkst, oh, hoffentlich ist bald Frühling, dann kann der Winter recht lang sein. Deswegen sind wir nach Freiburg gezogen, da ist der Winter so kurz. Bei uns im Schwarzwald oben, da war der Winter so 6 Monate. 3 Monate Frühling, 3 Monate Herbst und 1 Woche Sommer. Deswegen sind wir runtergekommen. Nein, also dass wir lernen, im Einklang mit diesen Seasons zu leben und nicht nur ausharren, bis sie vorbei sind. Weil Gottes Timing stimmt nicht immer mit unserem Timing überein. Hat das jemand schon mal erfahren? Gott sagt dir was, Gott spricht zu dir und du rennst los
Und auf halber Strecke, wenn es dich hinhaut, denkst du, oh, vielleicht hätte ich fragen sollen, wann das losgeht oder wie das aussehen soll. Und genau das werden wir in dieser Serie lernen. Weil Gott, er ist derjenige, der die Wachstumsphasen bestimmt. Er ist derjenige, der sagt, wann welche Phase in deinem Leben dran ist. Und es ist manchmal nicht so schön, weil wir in der Welt leben, wo wir sagen so, ich will jetzt Erfolg, deswegen nimm dein Leben in die Hand, hol dir den Erfolg oder ich brauche jetzt eine Ruhephase, ich brauche jetzt ein Sabbatical oder was auch immer. Und wir bestimmen in unserem Leben gerne die Phasen, in denen wir drin sind. Und dann schauen wir unser Leben mit Gott an und da sind die Phasen manchmal nicht so, wie wir das gerne hätten. Okay? Und deswegen schauen wir uns die an, wie die aussehen. Wichtig ist auch, wenn wir diese Seasons oder im Rhythmus, im Gleichklang mit Gottes Seasons leben wollen, heißt es auch, dass ich vielleicht oder dass du in einer anderen Phase bist, wie derjenige, der neben dir dran ist. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, der vielleicht Christ ist, vielleicht auch derjenige, der gerade im Gottesdienst mit dir neben dir sitzt. Und du denkst, boah, bei dem geht's gerade total krass ab, der blüht auf. Alles scheint zu gelingen und bei mir ist gerade gar nichts. Ich fühle mich wie leer, ausgelaugt und es kann zu Frust führen. Und wenn wir verstehen, dass wir uns in so Phasen befinden, dann brauchen wir uns auch nicht mehr vergleichen. Ist es nicht genial? Weil ist ja, das Interessante ist ja, wenn wir uns vergleichen, vergleichen wir immer das Beste von dem anderen, mit dem Schlechtesten, was uns gerade passiert. Denken wir, oh, warum Gott? Wieso ich? Und das ist manchmal nicht so toll. Und wir wollen auch raus aus diesem kapitalistischen Modus, wo wir sagen, immer nur Erfolg, immer nur Ernte und oh, 24-7, immer nur abgehen und Hype und versteht ihr, was ich meine? Und Erfolg und Christen bekehren sich und ihr wisst, was ich meine. Gut, aufgepasst. Okay? Sondern wir können das Wachstum nicht beschleunigen. Ja, ich kann nicht zu einem Grashalm gehen und sagen, Wachs! Baum, wachs mal schneller. Nee, geht leider. Auch wenn ich es gerne wollen würde, es geht nicht. Sondern das Ziel ist ein langfristiges Wachstum und vor allem die daraus entstehende Frucht. Ja? Weil um die Frucht geht es dann nachher. In Galater 5, 22 lesen wir, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Haben wir es gelesen? Der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz etwas mehr von euch fordern. Gott ist es, der das Wachstum bewirkt. Er ist es, der die Frucht bewirkt. Wir alle wollen gerne diese Frucht, das alles, was wir gerade gelesen haben, haben. Dann strengen wir uns an und denken, was muss ich noch tun, um das zu bewirken? Nee, nee. Gott sagt, er bewirkt es. Er bewirkt das Wachstum. Und genauso wie ein Apfelbaum nicht in der Erde steht und denkt so, oh, jetzt presse ich mal einen Apfel aus meinem Ast raus. Sondern er steht einfach da, genießt die Sonne, nimmt das Wasser auf und dann kommt die Frucht automatisch raus. Und wir als im Leben mit Gott konzentrieren uns so oft auf die Frucht und strengen uns an, dass die Frucht rauskommt. Anstatt zu bleiben in dem, wo Gott uns reingestellt hat, ihn machen lassen. Und die Frucht kommt dann automatisch, wenn wir dort stehen, wo er uns hingestellt hat. Heute gucken wir uns an, wir starten mit dem Frühling. Ist gut, mag jemand Frühling? Deswegen habe ich, wenn du einen Titel über deine Notizen machen willst, Frühlingsgefühle und Jesus. Ich weiß, ich habe nicht so gute Titel, aber den fand ich witzig. Frühlingsgefühle und Jesus. Oft, wenn du an Frühlingsgefühle denkst oder wenn wir darüber sprechen, sind die ja meistens besetzt mit so Verliebtsein und alles. Da möchte ich heute gar nicht groß drauf reingehen. Aber oft ist es so, dass wir unsere Gefühle mit Jesus und Gott in Beziehung oder dass wir unser ganzes Glaubensleben auf Gefühle bauen. Und wisst ihr, ich bin ein absolut emotionaler Mensch. Ich lebe von Gefühlen und Emotionen. Ja, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Und das in einer Minute.
Ja, alle Siebener wissen, wovon ich rede. Ich habe erst noch nicht so lange her, wo ich erkennen habe dürfen müssen, dass meine Gefühle nicht mein Glauben bestimmen müssen. In meinem Fall sogar dürfen. Dass meine Emotionen nicht das bestimmt, was in meinem Alltag Realität ist. Weil Gefühle kommen und gehen. Und ich erlebe so oft, dass die Gefühle unser Glaubensleben bestimmen. Unsere Emotionen. Du sagst, weil was lesen wir, wie sind wir geprägt, was lesen wir in den Zeitungen, was kriegen wir überall mit? Hey, wenn es sich gut anfühlt, ist es gut. Wenn es sich schlecht anfühlt, ist es gut. Wenn du dich dorthin gezogen fühlst, zu demjenigen, zu derjenigen, dann ist es doch richtig. Aber soll ich dir was sagen? Wenn du darauf deinen Glauben baust, wirst du Schiffbruch erleiden. Weil ich kann deine Gefühle instant anders, können anders sein. Probier das selber mal aus, wenn es dir schlecht geht. Geh vor den Spiegel, sieh dich an, deine blasse Haut. Und dann mach einfach nur mal so. Und mach's einfach mal nur lang genug. Ich habe das getestet mit meinen Mädels. Es dauert nicht lang, du kannst gar nicht anders, als irgendwie ein bisschen schmunzeln. Hat sich die Situation geändert? Nee. Einfach nur, weil du deine Mundwinkel hochziehst, ändern sich deine Gefühle. Willst du darauf deinen Glauben aufbauen? Ich nicht. Gefühle, die so schnell änderbar sind. Anderes Beispiel. Stell dir mal vor, der Jones und die Hannah, die arbeiten zusammen in einem Job, machen die gleiche Arbeit. Ich bin der Chef und sag: Jones, du kriegst 500 Euro mehr Gehalt. Was meint ihr, wie der abgeht? Woo! Ich sag: Hannah, du kriegst 1000. Woo! Wie geht's dem Jones? Ja, wieso? Gerade eben hat er sich noch voll gefreut. Und plötzlich durch Vergleichen, er hat eine bessere Situation, aber nur durchs Vergleichen und weil sie besser, fühlt er sich wieder schlecht. Und zwar schlechter als vorher. Hätte ich keinem was gegeben, hätten sich beide wunderbar gefühlt. Also Gefühle sind so manipulierbar. Unser Glaube ist gebaut auf der Schrift. Gell? Kann ich deinen Arm hören? Die ist so gut als Pastor, Prediger. Kann ich einen Arm hören? Amen. Es macht das Ganze nicht heiliger. Aber es dient dir manchmal so kurz zu sagen, okay, stimmt, akzeptiere ich für mich auch. Also, Zeiten des Frühlings sind Zeiten der ersten Liebe, Zeiten der Erziehung. Habt ihr gewusst, da kommt ein Haken. Und Zeiten der Verheißung. Und ich würde gerne nochmal... Also nicht nochmal, witzig, das habe ich im ersten Gottesdienst auch gesagt. Das würde ich nochmal lesen, aber hat es noch gar nicht gelesen. Lasst uns zusammen Johannes 15 ab Vers 1 lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Wenn du christlich unterwegs bist, warst oder schon länger bist, kann es sein, dass dein Gehirn jetzt abschaltet, weil du sagst, okay, kenne ich. Möchte ich aber bitten, dass du wirklich bewusst zuhörst. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Und wir müssen uns das mal kurz vorstellen, was in welcher Situation hat Jesus das erzählt. Schließ mal kurz die Augen und stell dir so eine heiße Wüstensituation mitten in Jerusalem vor.
Also damals war es wahrscheinlich außerhalb Jerusalem, aber Jerusalem ist ein bisschen greifbarer. Du sitzt dort im staubigen Wüstensand und ihr sagt so, kommt jetzt mal mit. Wir gehen hinauf zum Berg und du denkst, wow, in der Hitze jetzt auch noch einen Berg hoch. Und er führt dich zusammen in den Weinberg. So, Jesus war draußen mit seinen Jungs und mit den anderen und hat dort Gleichnisse erzählt. Also er hat sie nicht in die Synagoge gebracht, sondern er hat sie an Orte gebracht, wo sie sehen konnten, was er erzählt. Wäre eigentlich eine gute Idee mal. Ja, so müssen wir die Beispiele immer mit hierher schleppen. Wäre doch viel besser, wenn wir die Leute packen und dorthin gehen, wo die Beispiele sind. Nur so mal als Idee. Jesus führt sie nicht in die Synagoge, sondern er bringt sie auf den Weinberg und hat dort ein Gleichnis erzählt, damit die Leute checken, was er meint. Klammer auf, das war nicht immer so. Wir denken manchmal, wenn wir die Bibel lesen, Jesus hat immer Gleichnisse erzählt, dass die Leute es besser verstehen. Manchmal war es genau andersrum. Ihr lacht. Manchmal hat er Gleichnisse erzählt, dass die Leute nicht checken. In dem Fall war es jetzt mal andersrum, aber es war nicht immer so. Jesus bringt sie in den Weinberg und ist so herrlich. Zeiten des Frühlings sind Zeiten der ersten Liebe. Wir haben gerade gelesen, Jesus spricht dort von in ihm bleiben, so dieses Bleiben in ihm. Ja, und du denkst, oh, wie kann ich das bloß? In ihm bleiben ist nicht anstrengend. Ja, keine Wein, ich weiß nicht, als Freiburger kennt ihr alle Weinreben, deswegen habe ich jetzt keine mitgebracht. Die sind einfach, die wachsen da dran und keiner von diesen Reben denkt so, boah, hoffentlich bleibe ich da dran. Sondern die sind da drin eingepfropft, die wachsen da dran und die bleiben da dran. Ich habe vorgesagt, Jesus hat uns rausgerissen aus unserem Leben, hineinversetzt in sein Königreich. Er hat uns reingepflanzt in sich. Also ist nicht schwer, drin zu bleiben. Wisst ihr, manchmal denken wir müssen, wie gesagt, das Wachstum produzieren. Wir als Leiter, wir müssen gucken, als Small Group Leiter, als irgendwelche, als Pastor oder als Worship, wir müssen gucken, dass die Leute wachsen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, nee, ich kann nicht die Leute zum Wachsen bringen. Ich will gucken, dass ich nicht im Weg stehe. Ich will nicht im Weg stehen, was Gott tut, was er bewirkt, wie er die Leute wachsen lässt. Ist es nicht krass? Ja, Zeiten des Frühlings sind Zeiten der ersten Liebe. Ja, und wenn du dich frisch für Jesus entschieden hast, wenn du dich noch daran erinnern kannst, ich hoffe, jeder von uns kann sich daran erinnern, das war eine herrliche Zeit. Du denkst einfach, du kannst Bäume ausreißen. Du denkst, wow, dieser Gott, wow! Wenn es bei dir nicht so war, komm zu mir, komm zu Explore, wir holen es nach. Wenn du diesen Jesus erkennst, wenn du ihn siehst, wie er ist, das haut dich vom Hocker. Wenn du schon mal verliebt warst, und ich hoffe, das war jeder schon mal, dann weißt du, wie sich sowas anfühlt. Ja? Du überlegst nicht, wie viel Zeit muss ich jetzt mit der Person verbringen? Und ist es jetzt rentabel, wenn ich jetzt, okay, jetzt habe ich 10 Minuten, wenn ich da jetzt hingehe und so. Nee, du fährst 3 Stunden, um die Person kurz zu umarmen, sie zu küssen und 3 Stunden wieder zurück. Und jeder, der da denkt so, was ist? Ich werd es nie vergessen, als Michi und ich zusammen waren. Sie ist für 3 Monate, musste sie in die USA oder wollte sie in die USA. Und für mich war das ein Drama. Wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Und nach fast 3 Wochen, die letzten 3 Wochen habe ich sie besucht. Und ich gehe am Flughafen und weiß, morgen sehe ich sie. Der Flug völlig überbucht und die Fluggesellschaft bietet durch die Sprecher schon am Gate an, also Leute, wir sind alle überbucht, wenn eine Person sich bereit erklärt, morgen zu fliegen, wir zahlen Hotel und so, einfach nur am nächsten Tag fliegt, mit Hotelübernachtung geschenkt bekommt 1000 D-Mark. Für alle, die es nicht mehr wissen, das war die Währung vor Euro. Es wären heute ungefähr 1000 Euro wahrscheinlich. Der kriegt 1000 Euro. So viel hat der Flug gekostet. Ich habe da nicht mal drüber nachgedacht.
Also es war außerhalb meines Denkens, überhaupt kurz einen Gedanke dran zu verschwenden, ob das nicht eine clevere Idee war. Weil nach 2,5 Monaten plus minus ein Tag wäre jetzt nicht... Die Michi, als ich ihr das nachher erzählt habe, hat sie gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Ein Tag, 1.000 Euro. Und ich habe danach gemerkt, ich so, eigentlich war es echt dumm. Aber das Krasse war, weil ich in dem Moment nicht mal drüber nachgedacht habe. Es war nicht so, ja, wäre das jetzt schlau oder so. Und dann habe ich gesagt so, boah, mal gucken, ob sich einer findet. Also ihr lacht jetzt drüber. Aber in dem Moment, das war so außerhalb meiner Vorstellungskraft, weil ich so verliebt war. Und genauso, das sind die Zeiten mit Jesus. Wo wir sagen so, wir können uns gar nicht anders vorstellen, als mit ihm Zeiten zu verbringen. Das sind Zeiten des Frühlings. Dort wird dein Fundament gebaut. Dort wird deine Beziehung zu ihm gebaut. Das sind Zeiten, wo du History mit ihm schreibst. Genieß die Zeiten. Und er ruft uns immer wieder zurück, weil er weiß, wie wichtig das ist. Bis in die Offenbarung sagt er, Leute, ihr habt die erste Liebe verlassen. Ich rufe euch zurück, kehrt um. Lasst dich immer wieder zurückziehen. Wo ihr sagt, ey, komm wieder zurück. Lasst dich zurückrufen. Dort, wo du vielleicht Zeiten hast, die nicht so super sind, weil die sind so entscheidend, diese Zeiten, und die bereiten uns auf Phasen vor, wo es schwieriger wird. Jesus ruft uns da immer wieder zurück, weil das gilt für dein ganzes Leben. Das Wichtigste, das Allerwichtigste in deinem Leben ist die Beziehung zu Gott. Und in diesen Zeiten des Frühlings kultivierst du seine Liebe zu dir und deine Liebe zu ihm. Deswegen ist es so entscheidend. Das zweite, Frühlingszeit ist Zeit der Erziehung. Ich habe es vorher schon gesagt, wusste, da kommt ein Haken. Ich würde es positiver ausdrücken, nicht Zeiten der Erziehung nur, sondern Zeiten des Wachstums. Ihr könnt mal auf YouTube eingeben, Sendung mit der Maus, Weinbau. Da hat Sendung mit der Maus, kennt es noch jemand? Ja, Sonntagmorgen. Woher kennt ihr das? Wart doch immer in der Kirche. Da ist eine super Reportage über Weinbau. Und da wird diese Erziehung beschrieben. Und zwar diese Ruten, wie sie genannt werden. Das sind diese Zweige, die zurückgeschnitten werden. Und dann bleiben zwei so lange Äste, die nachher die Rute genannt werden. Und die werden hingebogen, also so wirklich so richtig mit Gewalt hingebogen, um das Ding gewickelt, mit Ast, mit Draht festgewickelt. Und das nennt man Rutenerziehung. Und Erziehung empfinden wir manchmal als was Schlechtes. Aber diese Rutenerziehung führt dazu, dass die richtig wachsen und maximalen Erfolg bringen können. Maximale Frucht. Und es ist diese Rutenerziehung, diese Erziehung erleben wir manchmal in unserem Glaubensleben. Wo Gott uns erzieht. Wo Gott uns durch harte Seasons laufen lässt. Wo Dinge nicht so laufen wie, wo keine Sonne scheint. Wo nicht irgendwie eine Frucht an uns hängt. Sondern wo sie, da werden wir hingebogen. Und wir denken, Gott, warum? Warum ist es gerade so schwierig mit meinem Job? Gerade so schwierig mit meinen Eltern. Wieso musste ich jetzt meinen Job verlieren? Wieso kriege ich nicht den Job, den ich gerne möchte? Kennst du so Zeiten? Wenn nicht, dann hast du das einfach schon vergessen. Jeder von uns erlebt so Zeiten. Und es sind unangenehme Zeiten. Und gerade im Frühling, wo du dich freust, dass die Sonne rauskommt, denkst du, muss das jetzt auch so sein? Vielleicht Leid in deinem Leben. Vielleicht finanzielle Herausforderungen. Aber warum wird es gemacht, damit die Frucht rauskommt? Damit das Optimale, Gott macht es in deinem und meinem Leben nicht, um dir den Spaß zu verderben. Nicht, um dir die Frühlingsgefühle zu nehmen. Sondern weil er weiß, das dient dazu, dass du optimal wächst. Durch dieses Ding steuert er mit das Wachstum. Und er beschneidet dich. Ja, und ich habe in der Reportage wird es so wunderbar gezeigt. Also musst du unbedingt mal anschauen. Ich habe immer gedacht, ja, könnte man das nicht einfach auch wachsen lassen? Ja, das ist, vielleicht sieht es da nicht so schön aus, vielleicht wird der Wein dann halt so nicht ganz so gut und so, aber eigentlich so, Natur ist doch das Beste, Natur pur. Und die haben in der Reportage, lassen die eine Rebe wuchern. Und am Anfang sieht die viel schöner aus. Die eine kahl,
die andere blüht und die Knospen. Und sehr, sehr lange Zeit sieht die unbeschnittene Pflanze viel schöner aus. Aber gegen Ende, wenn das Ding hochgewuchert ist, siehst du, die Blätter haben Pilzbefall. Durch den Schatten der Blätter sind die Früchte sauer geblieben, die Trauben. Und das ganze Ding ist eigentlich Schrott. Und der andere hat richtig fette Traubendinger dran, absolut süß, perfekt gereift. Und du denkst so, ja, okay, klar, macht ja schon Sinn. In unserem eigenen Leben würden wir aber gern so richtig aufblühen. Keine Beschneidung, keine Erziehung. Gott, und warum? Was rauskommt, ist halt nicht so gut. Deswegen habe ich für mich entschlossen, Gott, bitte beschneid mich. Und wenn es bis auf meine letzten zwei Äste ist, ich erlaube dir, weil du bist der gute Weingärtner. Du bist der Beste, du hast Ahnung. Der Weingärtner, der beschneidet die Reben nicht, weil er Freude an Sarkasmus und Masochismus und ja, jetzt quäle ich die Rebe mal so richtig und ciao. Nee, er liebt, er gibt sein Leben da rein. Genauso, Jesus gibt sein Leben in uns rein. Jesus gibt sein Leben in dich rein. Und ich will beschnitten werden. Ich will erzogen werden. Weil ich dann weiß, Gott ist mein Vater. Yes. Und das Letzte ist, Frühling ist Zeiten der Verheißung. Im Frühling sehen wir schon, was möglicherweise passieren wird mit den Pflanzen. In so Zeiten siehst du, was Gott vielleicht in deinem Leben vorhat. Gott redet zu dir. Gott gibt dir Verheißungen, prophetische Sachen. Und denkst, wow, krass, mehr. Und die Zeiten kommen ja immer wieder, wo du denkst, oh, jetzt läuft so richtig berghoch. Und es ist gut, diese Zeiten der Verheißung. Aber manchmal kriegen wir eine Verheißung, und dann warten wir so eine Stunde und denken, okay, halber Tag, ein Tag verstreicht. Gott, jetzt so langsam könnt's ja mal eine Woche, ein Monat, denkst du, immer noch nicht, Gott, habe ich mich verhört? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Dann versuchen wir so Gott ein bisschen an und sagt, Gott, so könntest du eine Verheißung geben? Kennt ihr das? Wenn wir so Gott so ein bisschen anschieben wollen. Und irgendwann denken wir dann so, okay, wahrscheinlich hat Gott irgendwie beiseite, vielleicht vergessen, vielleicht, jetzt muss ich mal ein bisschen selber nachhelfen. Kennt ihr die Story vom Abraham? Gott verheißt ihn dem Sohn und da passiert 14 Jahre oder so lang nichts. Und er denkt, okay, Gott hat es gesagt, ich sehe nichts, dann muss ich halt nachhelfen. Wir kennen die Geschichte, wenn nicht, kannst du es im Genesis im 1. Mose 16 nachlesen. Wir versuchen, Gott nachzuhelfen. Halt dran fest, wenn Gott dir was gesagt hat. So lange, bis er es in Erfüllung bringt. Ist es nicht wunderbar? Wenn du eine Verheißung bekommst, wenn du eine Zusage hast, versuch dich vielleicht dran zu erinnern. Vielleicht hat Gott dir mal was gesagt vor Jahren. Vielleicht vor Jahrzehnten. Und du denkst jetzt, ich habe jetzt jahrzehntelang darauf gewartet, dass ich muss mich verhört haben. Erinnere dich dran. Schreib's dir auf, ruf's dir ins Gedächtnis, sprech mit Gott drüber und warte drauf. Er, der das gute Werk angefangen hat, wird es vollenden. Er, der uns Verheißung gegeben hat, der wird es auch in Erfüllung bringen. Römer 4, 18. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Rede es von Abraham. Es war ja vor ihm vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Kurz erinnern, 100 Jahre alt, hier ist keiner 100, deswegen können wir es uns nicht vorstellen. Aber such dir mal vor, 100 Jahre und er konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Er steht hier. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss,
ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt der Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zusagt, auch zu tun. Wenn wir auf Gottes Verheißungen uns stellen, dann ehren wir ihn mit unserem Glauben. Dann sagen wir, Gott, ich glaube dir. Du hast recht, nicht ich. Egal, was ich sehe. Egal. Und es kommt. Du kommst zur richtigen Zeit. Du kommst zu deiner Zeit. Und ich würde euch gerne einladen, wenn du magst, kannst du mal aufstehen. Kannst auch sitzen bleiben. So wie es gut für dich ist, so ein bisschen deinen Körper nochmal zu aktivieren. Und vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du so einen Frühling erlebst. Vielleicht bist du gerade durch und er ist vorbei. Vielleicht wünschst du dir so eine Phase. Vielleicht ist dein erster Frühling schon lange Zeit vorbei. Vielleicht hast du ihn noch nicht mal erlebt. Vielleicht sitzt du hier so, keine Ahnung, wovon der redet, aber irgendwie berührt es mein Herz. Ich möchte dich so richtig in den Frühling reinrufen. Entweder, dass du zurückkommst zu dieser ersten Liebe, dass du dich erinnerst, was Gott in deinem Leben dort getan hat. Dass du dich an Zeiten erinnerst, wo Gott zu dir geredet hat. Und wisst ihr, das Wunderbare bei Jesus, bei unserem wunderbaren Gott ist, nicht wie im normalen Leben, wenn du dort Sachen verpasst, deine Jugend verpasst, bekommst du sie nicht wieder. Gott, so heißt es in dem Psalm, erneuert unsere Jugend wie bei einem Adler. Er erneuert, er kann alles wieder erneuern. Er kann dir wieder Frühlingsgefühle geben. Er kann dir wieder diese frische Liebe geben. Du musst einfach nur sagen, Gott, bitte mach's, bewirkst du. Ich kann's nicht. Du kannst es nicht. Du kannst dem Baum nicht sagen, wach's mal. Du kannst dir nicht sagen, ja, ich verstehe, was ich meine. Du kannst nur sagen, Gott, bewirk du das Wachstum in mir. Ich vertraue dir, dass ich zur richtigen Zeit richtig wachse. Ich möchte dich einladen, wenn du das jetzt festzumachen für dich selber und vor Gott. Dass du sagst, Gott, ich möchte zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Ich möchte zurückkommen zum Frühling. Ich möchte es erleben. Und wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du Gott nicht kennst, aber sagst, ich möchte das überhaupt mal erleben, möchte ich dich nachher einladen, dass du entweder zu unserem Gebetsteam kommst, das an der Seite stehen wird, oder wir werden sowas neu hier haben, da wird ein Schild sein. Geh dorthin und die werden dir zeigen und werden dir sagen, wie du das machen kannst. Weil du kannst diesen Frühling erleben. Und Gott, ich bete, dass dieser Frühling bei jedem Einzelnen, egal ob er hier ist oder beim Podcast zuguckt, diesen Frühling erlebt. Ich möchte euch zurückrufen zur ersten Liebe mit eurem wunderbaren Vater. Und wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Wenn Jesus dein König ist, dein Herr, wenn du wiedergeboren bist, diese Entscheidung getroffen hast, dann ist das Abendmahl jetzt genau für dich, wo du kommen kannst und sagst, ich erinnere mich an genau diese Entscheidung. Ich erinnere mich an meinen Jesus, was er getan hat. Ich erinnere mich daran und mache das, indem ich das Brot esse und den Wein, den Saft trinke, erinnere ich mich an das, was Jesus gesagt hat. Und wir werden das verteilen hier rechts und links auf den Tischen. Dann kannst du das nehmen, kannst du es entweder persönlich für dich nehmen. Ist auch manchmal stark, wenn wir es gemeinsam tun, wenn du es zu zweit, zu dritt, wenn du es mit einer Freundin gekommen bist, Freund oder Small Group oder wie auch immer, dann nehmt es zusammen und feiert das Abendmahl. Erinnert euch an das, was Jesus getan hat. Ja? Okay? Danke, Jesus. Und hier, ihr werdet uns wunderbar musikalisch weiterführen. So schön, dass du dabei warst. Lass uns doch ein Like da und tipp auf Abonnieren und auf die Glocke, dann wirst du kein Video mehr verpassen, das von uns online geht. Uns wird es aber auch riesig freuen, dich in Person kennenzulernen. Komm nochmal sonntags vorbei in einer von unseren Locations und dann wird es uns riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Auf der Seite haben wir einen QR-Code zu PayPal und auch einen Link mit anderen Zahlungsmethoden, wenn du sagst, dass du uns finanziell unterstützen möchtest. Vielen Dank für alles, was du gibst.
Uns wird es auch riesig freuen, dir zu helfen, in deinem Leben mit Jesus durchzustarten. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann kontaktiere uns mit dem Kontaktformular unten in der Beschreibung und dann wollen wir dir helfen in den ersten Schritten mit Jesus. Und auch wenn du was mit Jesus erlebt hast, hey, dann lass es uns auch wissen. Wir wollen es mit dir mitfeiern und dir auch helfen auf deinem Weg mit Jesus. Uns freut's, wenn du dabei bist und dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.